Hi, im Schutze der Dunkelheit passieren meist ziemlich unheimliche Dinge. Oder vielleicht die erstaunlichsten, wie zum Beispiel ungewöhnliche Fallschirmsprünge, Adrenalinquests oder das Drachensteigen eines leuchtenden Drachens. Heute erzählen wir dir über die unerwartetsten Phänomene und Fakten im Zusammenhang mit der Dunkelheit. Los geht's! Bei solch einem ungewöhnlichen Tuning wird das Auto selbst in der dunkelsten Straße auffallen. Ja, du hast es schon richtig gesehen. Die Streifen können tatsächlich flimmern und die Frequenz kann dazu auch noch verändert werden. Das liegt an der intelligenten, fluoreszierenden Farbe. Sobald die leuchtenden Streifen unter Strom gesetzt werden, fangen sie an zu blinken. Damit kann man sie sogar so einstellen, damit sie zu einem bestimmten Musiktitel blinken. Darüber hinaus handelt es sich dabei um ein extrem dünnes und flexibles Material, das sich für alle Fahrzeuge eignet. Die Angst vor der Dunkelheit und der Höhe ist die grundlegendste Angst in unserer Psyche. Viele Menschen haben Angst vor beidem und können nichts dagegen tun. Einigen scheint es aber völlig egal zu sein. Mitten in der Nacht Fallschirmspringen? Kein Problem. Das ist nicht nur einfach eine Challenge. Das Fallschirmspringen in der Dunkelheit hat etwas ganz Besonderes an sich. Zunächst einmal ist es ein großartiger Adrenalinkick, der vielen Menschen so sehr fehlt. Und zweitens ist es einfach nur schön. Guck dir nur diese funkelnde Stadt an. Man muss nicht unbedingt bei einem Geheimdienst arbeiten und an geheimen Operationen teilnehmen, um zu wissen, dass Nachtsichtgeräte die Umgebung grün anzeigen. Aber warum? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal werden menschliche Augen von grünem Licht viel weniger müde als von anderen Farbtönen. Würden Nachtsichtgeräte weiß leuchten, würden die Augen schon nach einer halben Stunde anfangen zu schmerzen. Darüber hinaus unterscheiden wir in diesem Farbspektrum einfach mehr Farben. Und das ist sehr wichtig für die Betrachtung von Details. Besonders, wenn man dazu auch noch an einer ganz besonderen Aufgabe arbeitet. Aus diesem Grund bekommen Nachtsichtgeräte eine Schicht aus grünem Phosphor aufgetragen. Darüber hinaus benötigt eine Hintergrundbeleuchtung mit grüner Beschichtung weniger Energie. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Schließlich will niemand mitten bei einer Erstürmung eines Gebäudes mit leerer Ausrüstung dastehen. Glaubst du, dass es eine Magie der Computergrafik ist? Nein, das ganze Video wurde von Hand aufgenommen und später zu einem langen Video zusammengefügt. Um diesen Trick nachzumachen, braucht man nur Dunkelheit, ein paar handliche Werkzeuge, eine Kamera mit einer langen Verschlusszeit und viel Geduld. Diese Art der modernen Kunst heißt Freeze Light und wurde erst vor kurzem erfunden. Um in der Dunkelheit tolle Bilder zu bekommen, reichen ganz einfache Lichtquellen wie Fackeln oder Kerzen. Darüber hinaus kann man Lichtschwerter, Laserpointer und sogar LED-Streifen verwenden. Im letzteren Fall bekommt man breite Linien mit vielen verschiedenen Punkten. Sieht ziemlich spektakulär aus. Apropos Lichtshows. Die Macher des Kultspiels Mortal Kombat zeigten den Fans vor kurzem ein spektakuläres Werbevideo. Darin tanzen die Mitglieder einer berühmten ukrainischen Band in völliger Dunkelheit. Das ist übrigens auch das Besondere an der Band Light Balance, weshalb sie auch berühmt geworden ist. Dieses Video zeigt den Zeitraffer eines Polartages. Das ist ein Phänomen, bei dem die Sonne nicht hinter dem Horizont untergeht, sondern einen Kreis entlang seiner Linie macht. Hier im russischen Murmansk dauert der Polartag 2 Monate lang. Und die dunkelste Tageszeit, 1 Uhr nachts, sieht etwa so aus. Час ночи – самое темное время суток. Es fällt natürlich schwer zu schlafen. Dafür kommt anschließend die Polarnacht und man kann für ein Jahr im Voraus ausschlafen. Manche Leute finden Golf ziemlich langweilig, nicht wahr? Man wird wohl kaum eine Party sehen, bei der eine Gruppe von Freunden mit Getränken und einem Haufen Chips gespannt vor dem Fernseher sitzt und sich Tiger Woods und Co. anschaut. Die Nacht ist eine großartige Möglichkeit, das Golfspiel zum Leben zu erwecken. Leuchtende Löcher, Bälle und der Platz. Das Ganze sieht so aus wie Dekorationen für einen Science-Fiction-Film. So wird die Lieblingsbeschäftigung vieler Politiker und Geschäftsleute der Welt zu einem spannenden Abenteuer. Was wird passieren, wenn man sich einen Monat in einem Raum ohne Licht einschließen wird? Glaube uns, nichts Gutes. Selbst wenn du nicht die geringste Angst vor der Dunkelheit hast, dieser Typ namens Rich Alati weiß das aus erster Hand. Er wettete nämlich vor ein paar Jahren mit seinem Freund um $100.000 darum, dass er 30 Tage lang in völliger Isolation und Dunkelheit verbringen könnte. Und weißt du, was am Ende passiert ist? Schon am 4. Tag bekam er Halluzinationen. Am 20. Tag kam er vorzeitig raus und bekam von seinem Freund $62.000. Und das nicht einmal aus eigener Initiative. Anscheinend haben sich andere mehr Sorgen um seine Psyche gemacht als Rich selbst. Man sagt, dass man der Angst in die Augen sehen muss, um sie loszuwerden.
Das mag vielleicht auch so sein. Bei diesem US-Amerikaner war es aber etwas anderes der Fall. Er hat wiederholt zugegeben, dass er große Angst vor der Dunkelheit hatte und etwas dagegen tun wollte. Hast du schon erraten, wer hier abgebildet ist? Das ist doch Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne. Was für eine Ironie des Schicksals. Als der Erfinder übrigens im Jahr 1931 verstorben ist, schalteten Millionen von Menschen in New York und anderen Großstädten zu Hause das Licht aus. Viele Tiere, die in den dunklen Tiefen des Marianengrabens leben, sehen etwa so aus. Das ist aber nicht der Ozean, sondern der Nachthimmel. Und das ist ein leuchtender Drache. Ja, offenbar gibt es inzwischen auch leuchtende Drachen. Das Erstaunlichste daran ist, dass all diese Lichter leicht genug sind, um vom Wind getragen zu werden. Ist es etwa ein Albino-Goldfisch? Oder ist das arme Ding nur blass, weil es etwas Seltsames gesehen hat? Es stellte sich heraus, dass sich die Farbe von Goldfischen in Abhängigkeit von dem Umgebungslicht ändern kann. Die Pigmente in ihren Körpern werden von Chromophoren produziert, genau wie bei Pflanzen. Und wenn es wenig Licht gibt, dann ändert sich die Funktionsweise dieser Chromophoren und der Fisch bekommt einen helleren Farbton. Eine Win-Win-Situation für das erste Date ist es, eine Frau zum Essen in der Dunkelheit einzuladen. Okay, das war ein Witz. So solltest du niemanden schockieren. Schließlich ist nicht jeder bereit, an einem unbekannten Ort ohne eine einzige Lichtquelle zu essen. Dieses Restaurant befindet sich in Moskau, ist aber nicht das einzige Lokal dieser Art auf der Welt. Hier arbeiten in der Regel nur blinde Kellner. Die Besucher dagegen haben in der Regel keine Sehprobleme. Sie kommen hierher, um etwas Neues zu erleben. Immerhin nehmen wir etwa 80% der Informationen über die Welt um uns herum mit Hilfe des Sehvermögens war. Und wenn man es für eine kurze Zeit ausschaltet, dann werden alle anderen Sinnesorgane verschärft. Dabei muss man allerdings lernen, den Löffel nicht am Mund vorbeizuführen. Egal wie sehr man sich vor der Dunkelheit fürchtet, ist sie immer noch für den Schlaf notwendig. Wenn du dich morgens wirklich ausgeruht fühlen möchtest, dann solltest du dir Verdunklungsvorhänge anschaffen und dazu auch noch auf die Verwendung von Gadgets vor dem Schlafengehen verzichten. Der Grund ist einfach. Früher hatte der Mensch zwei Lampen, die Sterne und die Sonne. Unter ihrem Einfluss bildeten sich spezielle biologische Rhythmen. Diese Rhythmen gibt es auch heute noch, obwohl inzwischen viele weitere Lichtquellen dazugekommen sind. Im Dunkeln wird nämlich Melatonin produziert, das Schlafhormon. Wunder dich deshalb nicht, wenn du nach einer langen Nacht hinter dem PC nicht einschlafen kannst. Hast du dich als Kind auch gefragt, warum Piraten eine Augenklappe tragen? Es stellte sich heraus, dass dahinter etwas ganz Raffiniertes steckt. Es wird angenommen, dass das mit der Augenbinde bedeckte Auge einfach für den Kampf in der Dunkelheit vorbereitet wurde. Während zahlreicher Stunden ohne Licht passte sich das Auge an die Dunkelheit an und konnte bei einem plötzlichen Angriff zu einer unverzichtbaren Waffe werden. Schließlich hat es damals noch keine Nachtsichtgeräte gegeben. Vor ein paar Jahren beschloss eine Gruppe junger US-amerikanischer Wissenschaftler, ein Experiment mit Piratenaugenbinden durchzuführen. Dazu wurden in einem völlig dunklen Raum, in dem sich ein einfaches Kinderpuzzle befand, nacheinander Freiwillige hineingelassen. Dabei haben einige von ihnen eine Augenbinde getragen und andere nicht. Das Ergebnis des Experiments hat die Vermutungen der Wissenschaftler bestätigt. Der Piratentrick hat in der Tat geholfen, das Puzzle viel schneller zusammenzubauen. Menschen haben keine Angst vor der Dunkelheit selbst, sondern vor dem, was sich darin verbirgt. Manche nutzen diese Eigenschaft der Psyche aus. Man organisiert zum Beispiel spezielle Quests für Nyktophobia. Nyktophobie, Angst vor Dunkelheit. Aber natürlich mit ihrem Einverständnis. Daraus ergibt sich eine lustige Situation. Die Spieler wissen ganz genau, dass alles, was passiert, inszeniert sein wird, vergessen es aber, sobald sie sich im Dunkeln befinden. Die eigene Fantasie sorgt für die nötigen Bilder. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action, nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.